in diesem Video. Ist gut was los? Bewirft uns die Wüste? Wird es nochmal richtig heftig? Und können wir nicht helfen, aber kriegen was zu sehen? Schönen guten Morgen. Mensch, ihr seid spät dran. Wir sind eigentlich abfahrbereit. Es geht auf 10 Uhr zu. In der Wüste ist alles aufgeräumt, kein Müll bleibt zurück. Wir haben hier super unruhig genächtigt, es kam keiner vorbei, niemand hat uns gestört oder wollte was. Absolut coole Sache. Und wir düsen jetzt weiter hier durchs Nichts und zwar in die Richtung, in die wir jetzt gerade gucken. Da hinten rechts von uns ist irgendwo eine Piste. Die versuchen wir zu treffen und dann geht es weiter Richtung Westen. Es geht wieder ein guter Wind und irgendwie fahren alle ab. Ich glaube, wir sollten uns beeilen, sonst stehen wir hier gleich komplett alleine. Tja, ich hoffe, ihr seid alle drin. Wer hier in der Wüste zurückbleibt, der hat ein paar Meter zu laufen. Und wir müssen zum Glück nicht laufen, sondern können fahren. Das ist ein signifikanter Vorteil zum Laufen, hoffe ich. Vor uns liegen jetzt 100 Kilometer Piste durch diese karge Landschaft und Wüste. Dann wäre es noch ein bisschen flaches Land. Irgendwann wird es dann rechtzeitig ein bisschen bergiger, später steiniger und die Piste sehr grob. Wir sind ja schon mal von der anderen Seite reingefahren, von Fumskiet. Und Fumskiet ist auch unser Ziel für heute. Ob wir es wirklich schaffen, das wird sich zeigen. Aber steht zumindest mal so auf der Landkarte. Die Piste heute deutlich fester als die Abschnitte, die wir gestern gefahren sind. Was aber nicht heißt, dass zwischendurch nicht doch mal wieder eine kleine Weichsandpassage kommt. Aber das stellt uns vor keine großen Herausforderungen oder Probleme. Unsere Navigation läuft hier übrigens per Google Maps, per Mappy.cz und mit Hilfe von Pistencrew Waypoints aus seinem Buch Marokko. Willkommen zurück auf dem Boden. Ja, ihr seht richtig, es ist gut was los in der Wüste. Auch hier Souvenirverkäufer, Touren, die hier durch die Wüste fahren und natürlich dann dort immer stoppen, um das Zeug an den Mann und den Tourist und die Frau zu bringen und die Touristin. Auch das gehört dazu. Immer wieder Nomadencamps. Also man ist hier gar nicht so ganz alleine. Die Landschaft ändert sich leicht, das Ganze wird immer steiniger, dafür kommen etwas mehr Bäume dazu, man kann es bald schon Wald nennen. Also nichts mehr mit nur einem Baum, sondern viele Bäume. Die Piste jetzt mehr oder weniger problemlos, kurz geht's mal hier und da durch eine Senke, wo es dann ein bisschen bergrunter und berghoch geht, aber ansonsten ist es hier eigentlich nur noch Fleißarbeit und Staubfressen.
Ja, wir sind auf Abwegen. Wir haben hier noch mal ein paar Sandfelder und Dünen gefunden, in die man so ein bisschen auch tiefer reinfahren kann. Deswegen sind wir jetzt mal von der Piste abgebogen und fahren jetzt hier einmal zwischen den Dünen durch. Auch sehr geil. Das ist schon eine sehr coole Landschaft hier, auch wenn es extrem karg wirkt. Aber also für mich ist es atemberaubend schön und ich finde das richtig cool. Und so schaut das dann aus, wenn man mal vor der Tür steht. Rund um uns wieder Sand. Und die Dünen werden da hinten immer noch höher. Man kann hier auch Dünen besteigen, man kann hier drin nächtigen. Also ist alles gut. Der Sand ist sogar recht fest. Ja, zumindest war das unten. Und dann kommt man hoch und steht im Wind und auf der Düne. Sagenhaft. Das ist nochmal eine Spur cooler als Merzouga. Dank des Windes ist auch sichergestellt, dass man weiß, man steht in der Wüste, Sand fliegt tief und man hat den Rucksack in Mund und Augen. Aber was macht man hier alles, ne? Das ist schon cool hier. Und hier ist man auch wieder ziemlich alleine, so mehr oder weniger. Doch der viele fliegende Sand treibt einen dann wieder zurück ins Auto und es geht weiter. So verlassen wir jetzt wieder die schönen Dünen hier. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr hier seid und ein Allradfahrzeug dabei habt. Durchaus schön, auch angenehm warm bei 25,5 Grad und fliegendem Sand. Da weiß man, dass man sauber wird durch Sandstrahlung. Und man kann hier durch die Dünen ballern, je nach Auto, je nach Lust. Also geht alles, wenn man will. Ich empfehle es aber nicht wirklich. Es ist irgendwann Naturschutzgebiet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die nächsten Kilometer fahren wir dann über getrockneten See auf guter Piste. Wir können es auch mal wieder ein bisschen schneller laufen lassen. Links von uns folgen die Sanddünen geradeaus. Freie Fahrt. Und wir nutzen den Platz und die Einsamkeit für ein paar Fahrszenen und Aufnahmen. Das Wetter Bombe, der Wind hält sich zurück und wir jagen über den See und durch die Wüste. Spaß pur. Danach kommt aber noch ein Streckenabschnitt, den wir nicht so sehr auf dem Plan hatten und der etwas überrascht. Es wird nochmal so richtig sandig. Wir hatten ja bisher schon die ein oder andere sandige Passage, auch längere. Aber das, was wir jetzt hier fahren, ist das längste auf der gesamten Tour. Der Sand will gar nicht mehr aufhören. Immer wieder kommen neue Passagen zwischendurch, immer mal wieder kurz etwas fester, dann wieder über kleine Sanddünen drüber und auch durch längere Tiefsandfelder. Dabei stellen wir immer mehr fest, was unsere Fahrzeuge mit abgelassener Luft, wir fahren mit 2 Bar in den Reifen, zu leisten vermögen in diesem losen und auch tieferen Sand. Und wir merken, dass wir gut vorankommen, dass der Allradantrieb funktioniert. Und beim Ford Transit, wie beim 6-Meter-Sprinter, wie beim 7-Meter-Sprinter, treten keine Probleme auf. Und je länger wir in diesem riesen Sandfeld unterwegs sind, desto größer wird dann auch der Spaßfaktor. Denn wir merken, okay, es ist ungefährlich. Wir drohen hier nicht, hinter jeder Sanddüne stecken zu bleiben, sondern wir fahren hier relativ entspannt durch, ohne irgendwelche Gefahren. Einfach nicht in den tiefsandigen Bereichen stehen bleiben. Dann geht das gut. Ob wir in den tiefsandigen Bereichen noch anfahren könnten. Wir probieren es lieber nicht aus, sondern genießen einfach den Spaß hier in der Wüste im Sand. Und mit jedem Kilometer wächst das Vertrauen in Reifen, Luftdruck, Allrad und der Spaßfaktor wird einfach immer größer. Anfangs der Tour hatten wir vor jedem Sandloch noch eine gewisse Angst, dass wir stecken bleiben. Hier wird der Sand mehr oder weniger zu unserem Freund, denn auf Sand fährt es sich besser als auf harten Stein- oder Schotterpassagen.
Und ja, das Grinsen im Gesicht wird einfach immer größer mit jedem Kilometer, den der Sand funktioniert. Alter, was war das denn, ey? Tino hatte, glaube ich, vorhin gesagt, wir streifen die Wüste knapp, also wir fahren dran vorbei. Alter, das war mittendurch gefühlt. Krass, das war schlimmer als gestern, würde ich mal sagen, von den Sandpassagen und von der Länge. Alter Falter, hast gut gemacht. Also das war eine hammergeile Fahrt jetzt hier nochmal durch den Sand. Nach den vielen Schotterpassagen hat es nochmal richtig geflasht. Und kam auch ziemlich überraschend. Die Fahrzeuge Ford Transit, zweimal Sprinter, haben es gleich gut gemacht. Also da war keiner jetzt besser oder schlechter. Die haben sich alle drei durchgewühlt und es gemeistert ohne Probleme. Also wüstentauglich bis zu einem gewissen Level, würde ich sagen, sind die Vans. Man darf es einfach nicht übertreiben, dann steckst du fest. Also die Mara geht mit der Wüste unter. Und da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ein Stück weiter weg, geradeaus mittig. Kleiner Sandteufel. Wie nennst du das immer? Also wir sagen mal so, einer von uns, die hier mitfahren, nennt das Windrose. Das kann man so nennen, das ist nicht schlimm, ist ja ein schöner Name, ne? Also geht schon. Ich weiß jetzt aber nicht, warum mich eine Person so böse anguckt. Von baldiger Ankunft ist übrigens noch nicht zu sprechen. Wir sind noch mittendrin. Jetzt wollte ich gerade einsteigen, kommt hier der Osterhase vorbei. Marokkanische Wüste und hat ein Ei liegen lassen. Ein grünes mit Marzipan. Das ist ja unfassbar. Wo ist er hin? Sieht man ihn noch? Nee, ist weg. Gott, ist der schnell. Abtupfen. Aha. Abgezupft. Gar nicht. Gar nicht sandig. Lecker. Für alle Temperaturinteressierten, wir haben die 30 Grad vorhin mal geknackt, hatten 31, jetzt sind es gerade 30. Wir schreiben Mitte März, ne? Nach der Pause geht es weiter wie vor der Pause. Also es ist nicht mehr ganz so sandig, es wird ein bisschen fester jetzt. Die schlimmsten Sandpassagen haben wir wohl hinter uns. Leider oder Gott sei Dank, könnt ihr euch überlegen, aber es wird jetzt rumpeliger. Wir fahren diese Sandpassagen übrigens praktisch alle im zweiten Gang. Nur wenn es mal ganz übel und tief wird und langsam, wird der erste jetzt zur Hilfe genommen. Ansonsten geht der zweite Gang vom Druck her eigentlich gut. Was muss man bei Sand beachten? Naja, möglichst nicht stehen bleiben, ordentlich Drehzahl halten, Luft rauslassen und dann das Gas durchtreten, wenn es geht. Wenn es nicht geht, muss man langsamer fahren. Je nach Streckenführung, je nach Hügel, je nach Schneewehen und Sandwehen und Schlag mich tot wehen. Also
ja, Augen auf. Und natürlich muss Berge-Equipment dabei sein. Sandbleche ist Pflicht, wenn man in der Wüste ist. Wir haben keine dabei, weil die anderen zwei welche dabei haben. Das muss reichen. Ansonsten kann man noch Berge-Gurte mitnehmen. Wir haben ein Fahrzeug mit Seilwinde zur Not. Also da kann man sich schön online informieren, was man so alle braucht. Schneeketten, wer will, kann die auch mitnehmen. Ja, habe ich aber noch nie probiert im Sand, ob das auch funktioniert. Ja, mal kurz ein bisschen Statistik. 4 Stunden sind wir unterwegs, 47 Kilometer sind wir gefahren, Durchschnittsverbrauch 19,6 Liter, Durchschnittsgeschwindigkeit 12 km/h. Aber wir sind nie stecken geblieben. Aus dem Sandsturm unserer Vorfahren ein Schloss. Wie wäre es mit einem kleinen Tee? Pfefferminztee oder so, wäre doch mal cool. Stellen wir uns hier in die Düne und lassen uns hier mal bewirten. So, da sind wir an der Sanddüne. Der große Sprinter ist warm, der bläst. Mein kleiner ist ganz ruhig. Aber die sind auch zu dritt und wir nur zu sechst oder so. Was? Egal, es ist warm. Nach den vielen Kilo Sand nicht schaukeln. Irgendwann liegst du im Sand und dann hast du Scheiß. Nein, Raum. Aha. Sicherheit. Ja, jetzt gibt es erstmal einen Teeli. Tja, jetzt habe ich gedacht, wir kriegen hier einen typischen Kaffee aus der Kanne eingegossen. Aber irgendwie auch nicht. Dann müssen wir das auf dem Platz machen, wo wir demnächst sind. Denn da weiß ich, können Sie das und machen Sie das. So, ist das Ding heiß oder? Prost. Da hört sich nicht gut an. Zu kalt. Der springt erst ab 40 Grad an. Der Tee ist alle. Wir gucken mal unter den Tisch. Da liegt Mara, die ist auch ein bisschen alle. Und da guckt man da links. Da sind wieder die geheimen Zeichen. Ich glaube, wir sollten besser schnell fahren. Das ist ja schon ein wenig unheimlich hier. Und windig. Ja, Leck, wie von Geisterhand ist mein Car-Jump-Starter hier vorbeigekommen. Der andere hat nämlich ein Problem mit seinem Pickup. Jetzt gucken wir mal, ob wir den zum Laufen kriegen. So, mal schnell angeschlossen. Jetzt bin ich gespannt, ob er springt an. Versuch Nummer 3, da ist die Box wahrscheinlich leer. Oh, die Batterie scheint mir sehr im Eimer zu sein. Ja, Auto haben wir nicht zum Starten gebracht, aber wir dürfen mal reingucken hier. Und das sieht mal richtig schön aus hier. Ja, da wären wir jetzt dran vorbeigefahren. Ne? Super schöner Innenhof zum Sitzen und Wohlfühlen. Das Ganze strahlt auch ein bisschen kühler aus. Hier haben sie es noch schön dekoriert mit Tüchern und Kissen und alter Schwede, das erwartest du nicht. Die schönen blauen Türen. Ich habe übrigens gefragt, ob ich filmen darf, ist kein Problem. Hier geht es dann wahrscheinlich zu den WCs. Dusche gibt es auch. Das ist praktisch eine Art Übernachtungsmöglichkeit in der Wüste. Wenn ihr also mal mit eurem Moped unterwegs seid, könnt ihr hier zwischenpennen, wenn ihr keinen Bock mehr habt. Tja, das hat schon was, ne? Superschön. So, Blick in die Schlafgemächer. Zwei dicke Matratzen, Fenster, Laterne, Spiegel. So cool. Mal die andere Art zu übernachten. So, dass ihr wisst, wo wir sind. Hier, Auberge Sahara Iriki. Könnt ihr vorbeikommen, ist cool. Wäre halt praktisch, wenn ihr dafür ein Allradfahrzeug habt oder ein Moped. So, das war ein cooler Einblick und jetzt fahren wir weiter. Cooler Stopp. Also wie gesagt, könnt ihr auch mal vorbei. Also, dann wollen wir mal weiterziehen. Die Wüste bezwingen. 60 Kilometer haben wir jetzt auf die Uhr heute. Ja, ein paar sind's noch. Die nächsten Kilometer geht's für uns mit Schwung und Speed so richtig entspannt über einen ausgetrockneten See. Wir können es nochmal richtig krachen lassen. Die Piste ist mehrheitlich fest, nur noch wenig Sand und das Wetter Bombe. Die Filmaufnahmen machen richtig Spaß. Man kann sich gegenseitig umkreisen, ein bisschen mit Abstand fahren. Das macht so richtig Laune und freut das Autofahrerherz, dass man mal nicht auf Verkehr achten muss, sondern nur ein bisschen auf die Piste, aber ansonsten frei unterwegs ist. Aufpassen muss man einfach, es kann hier und da immer noch mal eine kleine Bodenwelle geben.
Bei hoher Geschwindigkeit kann das durchaus zu einer Beschädigung führen. Also die Augen doch mehrheitlich geradeaus. Man kann sich nicht ausruhen, aber das macht nichts. Denn Spaß hat man trotzdem. Ein bisschen an Sanddünen fahren wir noch entlang, wo wir auch mal ein bisschen mit ausgeschaltetem ESP das Heck schwingen lassen können, würde ich mal sagen. Auch das muss man mal gemacht haben in der Wüste. Und ja, wenn man zu dicht auffährt, dann frisst man den Staub des Vordermanns. Das kann durchaus auch mal passieren. Gut ist dann, wenn's Fenster zu ist. Ja, und so düsen wir hier durch die Landschaft. Auch der Co-Pilot kriegt noch seinen kleinen Auftritt, darf mal ans Lenkrad und auch rüber winken. Und je länger der Nachmittag geht, desto tiefer fällt die Sonne am Horizont und desto bescheidener wird der Fahrbahnbelag, denn wir kommen vom See runter und es wird steinig. Hier kommen uns auch noch zwei große Elefanten entgegen am Horizont und wir kämpfen uns jetzt über Steinpisten in Richtung Fumskiet. Es ist wirklich nervenzehrend und nervenaufreibend. Entweder hat man Riffelblechpiste oder halt Steinpiste. Beides ist nicht wirklich toll. Also dieses Stück der Wüstenstrecke nicht wirklich das, worauf man sich massiv freut mit einem Kastenwagen. Starting to break out from your grave. See, I finally opened up my eyes and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. Ja, liebe Freunde der gepflegten Wüstenrunde, die Wüste liegt hinter uns. Wir haben's geschafft. Asphalt in 200 Meter, alter Verwalter, 115 Kilometer Piste heute, 7,5 Stunden, 15,7 Liter auf 115 km/h Schnitt. Das war krass. Da sind wir wieder. Asphalt. Oh Gott, ist das geil. Das Thema Reifenaufpumpen machen wir irgendwann auf dem Camping. Wir fahren jetzt auf einen schönen Spot. Oh, und dann erstmal das Bier, ich glaube, Staub schlucken. Das war ein harter Tag heute. Echt nicht ohne. Aber geil. Absolut geil. Jeder Meter wert. Hier gibt es Hotels. Fumskiet ist eine Militärstadt. Also kein Scheiß machen, sonst. Ne? Viele Militärbaracken. Und Algerien ist immer noch nah. Jo, nach einer langen Geschäftsstraße erreichen wir hier den Downtown-Kreisel. Und ihr seht ja schon, ne, Fumskiet deutlich schöner als zum Bleistift M. Hamid. Viel gepflegter, schöner angelegt. Cafés, Restaurants, man kann ja echt schön sitzen auch, gerade hier an dem Kreisel. Aus dem Ort raus, links, Gomping La Palmerie. Da müssen wir hin. Ein paar hundert Meter weiter, letzte Strecke Piste. Das ist immer noch Schotter hier. Und dann sind wir da. Dieses Tor sind wir auch schon mit Zottel durchfahren. Oh, haben noch mal einiges gemacht hier. Das sieht deutlich anders aus hier. Mal sehen, ob uns Rashid noch erkennt. Jo, er hat mich sofort erkannt und Riesenfreude. Ist das cool. Das ist einfach geil. Oh Mann, und der Platz ist wirklich schön. Also toll angelegt mit Liebe und viel Arbeit. Und ja, was soll man sagen, ne? Genial. Ich glaube, wir stellen uns da hinten hin. Da können wir uns in Ruhe ausspannen. Ja, fast wie zu Hause. Willkommen in Fumskiet
auf dem Camping. Manche brauchen wieder länger, um ihren Spot zu finden als andere. Parkt euch einfach irgendwo hin, das ist egal. Es ist alles frei praktisch. Rashid ist auch noch da. Merci. Ist gut. Ah ja, that's great. Merci. Krieg auch noch was. Merci beaucoup. Oh, Freund! Plaisir! Ja, während manche immer noch hin und her parken, oh, genieße ich, man tut das gut, was zu essen. Oh, lecker. Man könnte sagen, alle sind ziemlich erschlagen, war ein harter Tag. Wir müssen uns erstmal wieder setzen. Heute verneigen wir uns nicht vor Tino, sondern vor Mona. Die hat einen super leckeren Nudelauflauf gemacht. Mit Tzatziki on top. Dankeschön! Zurück im Kai Force One. Nach einem schönen Abend, wir saßen noch bis 22 Uhr draußen, geht's jetzt ins Bett. Geht auf 23.30 Uhr zu und ich bin echt durch. Also die zwei letzten Tage waren nicht ohne. Auch das Team hat ein wenig gelitten und morgen, kann ich jetzt schon sagen, gibt's einen Pausetag. Wir werden einen gemütlichen Tag mit Arbeit und Sitzen und nicht fahren verbringen und die schöne Dusche des Campingplatzes La Palmerie verwenden. Freue mich schon drauf. Und wenn ihr Bock habt, zeige ich euch auch noch ein bisschen was vom Campingplatz. Mal gucken, was sich verändert hat im Vergleich zu letztem Mal. Ich war ja hier vor 1,5 Jahren schon mal und bin jetzt gespannt, was sich getan hat. Jetzt aber erstmal gute Nacht. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch die Schaukelei heute gefallen hat. Vielen lieben Dank dafür. Gerne könnt ihr hier auch abonnieren. Das freut uns auch riesig und hilft uns und dem Kanal auch sehr weiter. Vielen lieben Dank. Und sau cool ist auch, dass ihr so fleißig meinen Amazon-Partnerlink verwendet und PayPal-Support schickt. Das hilft uns, unsere Kosten zu decken, unsere Rechnungen zu zahlen, denn das muss jeder, ihr wie ich, beziehungsweise Friedrich. Aber das ist eine andere Geschichte. Also jetzt, ich muss ins Bett. Gute Nacht, bis morgen. Ciao zusammen.